Hallo Freunde und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Snooker 19. Ja, die letzte Folge liegt schon einige Zeit zurück. Wir sind Mitte der Karriere und spielen als Simon Lichtenberg, einer ja, aufstrebenden Snooker-Legende. Kann man Legende schon sagen? Er ist auf dem Weg dahin, sagen wir es mal so. Genau, wir sind bei der sechsten Folge und wir sehen es auch hier schon. Wir nehmen jetzt teil an den Shiner Championship Qualifikationen. Ich gucke gerade mal, wir spielen jetzt also gegen Tom Ford. Qualifikationsrunde 1. Die Matchlänge beträgt Best of 9 Frames. Das heißt, der als erstes 5 Frames für sich entscheidet, gewinnt dieses Spiel. Das heißt, man kann also im besten Fall mit einem 5:0 oder halt im schlechtesten Fall oder sagen wir im längsten Fall ein 5:4. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal diese erste Qualifikationsrunde und gucken mal, ob wir den Engländer Tom Ford besiegen können oder ob es nicht klappt. Die letzten Spiele haben wir relativ gut gespielt, aber wie gesagt. Hello again, it's time to start the qualifiers for the China Championship. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Tom Ford to break. So, da ist der Kommentator mir ins Wort gefallen. Wir haben jetzt eine ganze Zeit lang nicht gespielt und daher müssen wir mal sehen, wie es klappt. Wir probieren es einfach mal. Also Tom Ford beginnt das Spiel. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch gut in der Übung sind oder ob wir schon ein bisschen raus sind. So, die Steuerung habe ich soweit zumindest, glaube ich, noch im Kopf. Oh, sieht ganz gut aus. Well, he's taking it on. That's an excellent opening red. One. Leute, und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Bewertet dieses Video gerne mit einem Daumen nach oben, gerne mit ein paar netten Kommentaren. Und vor allem, wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo da. Ah, die haben wir relativ schlecht abgelegt, die Weiße. Jetzt müssen wir mal sehen. Vielleicht diese auf Mitteltasche könnte so ganz well, gut funktionieren. He's taking the red on. Ganz gut funktionieren. Close, oh. But not quite. Okay. Wir sind ein wenig aus der Übung. Simon Lichtenberg, 6. He's looking to pop this into the right corner. And in it goes. Lass mal überraschen lassen, wie gut dieser Tom Ford wirklich ist. Die macht er sehr gut. Very nicely done. 8. Ah, ich glaube, der hat ein bisschen was auf dem Kasten, der Junge. Der wird uns das Leben nicht leicht machen. Nein. He'll be disappointed with oh. that. Und die vermeintlich einfache Kugel, die macht er nicht. Ja, aber. Tom Ford, 9. Auch wir haben hier jetzt keine wirklich gute Anspielstation. Könnte jetzt natürlich auch einfach mal draufziehen, um die Kugeln ein wenig zu verteilen. Macht man eigentlich so nicht im Snooker. Aber ich werde es jetzt einfach mal machen. Und vielleicht hoffen, dass noch eine rote mit reingeht, aber das Glück haben wir dann doch nicht. So, the long red to the corner pocket. Okay. No,
not this time. Close, but a miss nonetheless. Tom Ford trifft nicht, aber legt uns die weiße Kugel hier auch sehr, sehr bescheiden. Mitteltasche, das wird auch nicht sehr einfach, aber wir werden es probieren. Well, it goes. Half a chance. Ich hab's no, mir fast not quite. Pretty close though, but that gedacht. Won't provide any solace. Hab's mir fast gedacht. So, this pot into the right corner. Und die macht er exzellent rein. What a top shot that is. Den Applaus hat er sich verdient. One. Five. Shot pace will determine success or failure here. Tom Ford, five. Okay. Ich denke, das wird nix. Ja, die Kugeln liegen alle sehr. He's taking this red on. Bescheiden. Die machen wir. Sehr gut. Sehr gut gespielt. One. Mit einer recht bescheidenen Ablage, wobei die Grüne, auch wenn sie nicht allzu viele Punkte gibt, aber die. He's taking this green on. Können wir spielen. Und die That's machen well wir. Played with the rest. Die machen wir. Four. Okay. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo es schwieriger wird. He's aiming for the left corner here. Sollte klappen. Nein, One or two mistakes nicht. Starting to creep into his game. He needs to regain his focus here. Es klappt nicht. Ja, wir sind noch nicht so richtig drin. Wittenberg, four. Wir sind noch nicht so richtig drin in diesem Spiel. One. Und können, well, it goes. Half a chance. Können daher eigentlich nur auf genau solche Fehler hoffen von Tom Ford, dass er hier auch vermeintlich einfache Bälle nicht versenkt. Tom Ford, one. Demnächst geht es übrigens los, eventuell sogar heute noch, mit einem Let's Play Madden NFL. Just wants to sink this into the left corner pocket. Halt die Klappe, wenn ich rede. Madden NFL 2019. Also wer da Bock hat, live dabei zu sein, gerne hier reinschalten. Formel 1 2019 geht natürlich auch noch One. Weiter. Detroit Become Human haben wir gerade abgeschlossen. Ansonsten folgt in diesem Jahr noch FIFA 20. Dort werden wir versuchen, mit meinem HSV den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga zu schaffen. He's having a go at the yellow. Excellent pot. Superb. Und ansonsten werden wir mal sehen, zu welchen Spielen es uns noch hin verschlägt. Three. Ich weiß nicht, ob die Ablage der Weißen so gut war. Four. Am besten ist es natürlich, die Schwarze reinzuspielen, weil die meisten Punkte gibt, aber die werden wir hier nicht anspielen können, zumindest nicht so, dass wir sie versenkt bekommen. So, die Braune wäre von der Punktzahl her auch nicht so verkehrt, daher werde ich auch diese probieren, auch wenn die Gelbe etwas einfacher wäre, aber jawohl, sehr schön.
war wieder nicht allzu gut abgelegt, wobei die Roten allgemein nicht so gut liegen. So, wir haben jetzt einen Break von 8. Ist nicht allzu hoch. Break, ja, was bedeutet Break? Break bedeutet die Punkte, die wir jetzt in einem Durchgang praktisch gemacht haben, seitdem wir dran sind. So, wir müssen es so probieren, dass ob wir diese Route reinbekommen. Tricky pot, no doubt. Andere Chance haben wir nicht. That was no more than a half chance, but he made it look simple. Great stuff. Great stuff. He'll be very happy with the position here. Okay, von hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, ein paar Punkte zu holen. Wir werden es mit der blauen machen, auch wenn es ein weiter Weg ist, die weiße hier zurückzulegen hat. Well, he's looking at potting this into the right corner pocket. Und machen sie. Eieiei, aber das ist eine ganz üble Ablage jetzt. 14. Das ist, das ist nicht einfach. Wir müssen es mit der roten probieren. Not an easy one, but a half chance. Oh, so close. He needed some luck there and he didn't get it. Habe ich mir fast gedacht, dass wir die nicht reinkriegen. Simon Lichtenberg, 14. Eieiei, es war aber auch eng. Careless shot there. One. Not a straightforward safety shot here. Nicely played. Tom Ford, one. Gut. Dann gucken wir mal. Ich denke, wir nehmen... Nee, an die kommen wir gar nicht ran. Dann bleibt uns eigentlich als beste Alternative, und diese Alternative ist nicht mal sehr gut, he's nur going for Kugel. It. Und wir machen den Ball That's really close, nicht rein. Not quite close enough. Tough shot. So, da muss ich gerade einmal was in den Einstellungen einstellen. One. Eieieiei. Eight. This is a half chance. And he's missed it. Okay. Die macht er nicht. Tom Ford, eight. Sehr gut für uns. Ja, die müssen wir auch spielen, weil wir hier nichts. So, jetzt mal gucken, dass wir die irgendwie so ein bisschen zurückgerollt bekommen. Eventuell sogar hier noch gegen eine andere Route. Damit wir da. Die vielleicht ein bisschen verteilt bekommen noch. Tricky Shot, aber ich denke, das sollte was werden. Naja, immerhin. Immerhin. One. So, die blaue auch. Das wird wieder ein weiter Weg für die weiße. Aber... Well, it goes. Half a chance. Die ist drin. Oh, nein, das... Six. Ja. Schlechter hätte es nicht laufen können mit der Ablage. Ich hoffe, dass wir die Rote da treffen können, aber das wird eng. Ja, That's wird a black ball foul. Costly. Ah, Leute. Foul and a miss. Simon Lichtenberg, 6. Tom Ford, 7. He doesn't want to play this with too much pace. Ah.
Und. That's Jawohl! Just brilliant. What a shot. Brillant, jawohl, so sehe ich das auch. One. Ja, die schwarze ist trotzdem zu schwer. Spielen auf die blaue. He won't be too happy with his position here. Six. Da ist die Frage, ob wir an der schwarzen vorbeikommen oder well, ob he's aiming to get the cue ball safe here. Ob sie uns im Weg liegt, wovon ich ausgehe, leider. Leider. Na gut, wir haben es probiert. Simon Lichtenberg, 6. He's taking on the long red to the corner pocket. Wir werden jetzt in diesem Video auch nur diesen einen Frame spielen. Also nicht das komplette Match, sondern nur diesen einen Frame erst einmal. Den wir hoffentlich gewinnen. Decent position on the brown here. So, wir werden die braune spielen. One. Sollte klappen und relativ gut ablegen für die rote. Auch das funktioniert sehr gut. Five. So. Das heißt, wir können uns dann jetzt nochmal eine farbige aussuchen und dann müssen wir die Kugeln der Reihenfolge nach versenken. Six. Okay, die schwarze, es gibt diese gibt die yes, meisten Punkte. Yes, he's taking the pot on. Okay, jetzt geht's also los. 13. Der Reihenfolge nach, angefangen mit der gelben. Just the colors remaining. Okay, die haben wir. Not what he intended. 15. Key shot coming up. Die wird nicht allzu leicht. So close, but he's missed it. That'll annoy him. Schade, Leute, schade. Wenn wir jetzt Pech haben, dann... Simon Lichtenberg, 15. Fantastic opportunity. Mr. Ford here up. Nein, not nicht. What he intended at all. He'll be annoyed with that. Aber legt uns die Kugeln auch nicht wirklich optimal hin. Im Gegenteil. Wir werden die Grüne nicht anspielen können. Das heißt, ich vermute mal auf einen Foul. He could well leave an opportunity if he's not careful. Ja, wir haben die Grüne nicht getroffen. Damit Foul Shot. Not really the result he was after. Und er sagt, wir sollen noch mal Tom Ford, 4. Free ball. Wir sollen noch mal selber spielen, sagt er. Klar. Pace is very important here. And he doesn't want to underhit this. Wenn wir jetzt wieder einen Foul machen, sind es natürlich wieder Punkte für ihn. Aber wir treffen sie. Hervorragend. Damit hat er nicht gerechnet, damit habe ich selber allerdings auch nicht gerechnet. He's not played that well. Tough shot, but he could have played it better. Noch now, can vorne. He drop this into the right corner? Das bleibt auch nach der Kugel so. Down it goes. Three. Great opportunity. So. Der Vorsprung schrumpft allmählich. Seven. Long pot, right up his street. 9 Punkte nur noch vorne. Und 9 Punkte ist nicht viel. Aber er macht die blaue nicht. Allerdings werden wir die wahrscheinlich Tom auch Ford, 7. Nicht aus der Position. Wir probieren es zwar, aber es ist just the blue ball required here. Definitiv nicht einfach.
No problem there. Okay, wir haben sie drin. And that effectively shuts out his opponent in this frame. Müssen den pinken Ball reinmachen. Die Weiße liegt da relativ gut. Five. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die Weiße jetzt recht gut ablegen für die Schwarze. He'll play this with plenty of power. Könnte... Nee. Ja, die liegt direkt an der Bande und das 11. wird nichts. Allerdings, selbst wenn wir sie jetzt nicht treffen und Tom Ford verwandelt sie, geht diese Frame ganz klar an uns. Soll er sie ruhig reinmachen, das ist nicht das Problem. Dieser Frame geht an uns, denn die Punkte werden nicht reichen mit der 11. schwarzen Ball. And the first frame, schwarze Simon Kugel mit dem schwarzen Ball. And that is the frame. Genau, wir kriegen ihn auch gar nicht mehr. So, he's opened up a one-frame gap and will be looking to apply some pressure on his opponent in this frame. Also, the second frame, Simon Lichtenberg to break. Wir führen 1-0 nach Frames. Wir haben jetzt den Break, also wir stoßen praktisch an. Das machen wir allerdings im nächsten Video. Da geht es dann weiter mit dem zweiten Frame in diesem Match. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen sportlichen Daumen nach oben da lasst, ein sportliches Abo und ein paar nette Kommentare. Also haut rein, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.